Berlin mit einem lautstarken Autokorso, haben Siemens-Beschäftigte am Donnerstag in Berlin gegen den Stellenabbau und damit verbundene Kündigungen und Werksschließungen protestiert. Um 6.15 Uhr startete der Zug am Dynamo-Werk im Bezirk Spandau, sagte Klaus Abel, erster Bevollmächtigter der IG Metall in der Hauptstadt. Rund 200 mit Bannern und Gewerkschaftsfahnen geschmückte Autos bahnten sich hupend einen Weg durch den Stadtverkehr. Ein Wagen zeigte das Motiv des Siemens-Chefs Joe Kaeser, der an der Sparschraube dreht. Insgesamt wollten etwa 2500 Mitarbeiter gegen die drohenden Kündigungen und Umstrukturierungen demonstrieren. Auch SPD-Chef Martin Schulz sprach bei einer Kundgebung am Tagungshotel der jährlichen Siemens-Betriebsräteversammlung in Neukölln. Hunderte Raute Siemens-Mitarbeiter ziehen per Raute Autokorso durch Raute Berlin. pc.twitter.com/8n06dhe60h Christian Latz, ACHR Latz, November 23, 2017, Siemens hatte am 16. November angekündigt, weltweit 6900 Stellen abzubauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Allein in Berlin sollen 900 Stellen gestrichen werden. Der Münchner Konzern reagiert damit nach eigener Begründung auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik. Ordentlich Krawall machen, die IG Metall will das so nicht hinnehmen. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann sagte der Süddeutschen Zeitung, seine Organisation werde nun ordentlich Krawall machen. Siemens solle über Investitionen Jobs schaffen. Wir werden die Beschäftigten ganz bestimmt nicht alleine ihrem Schicksal überlassen, betonte er. Vage blieb Hofmann bei der Frage, ob es zu Ausständen bei dem Konzern kommt. Streik bleibt immer das letzte Mittel. Mehrere Landeswirtschaftsminister sowie die Berliner Wirtschaftssenatorin luden den Siemens-Vorstand zu einem Gespräch über den geplanten Stellenabbau ein. Man erwarte Erläuterungen über die Standortschließungen, teilten Ramona Popp, Grüne, und die Minister Martin Dulich aus Sachsen, Wolfgang Tiefensee aus Thüringen und Albrecht Gerber aus Brandenburg, alle SPD, mit. Vor dem Hintergrund der hohen Gewinne von Siemens und Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Standorte könne man die Entscheidungen nicht nachvollziehen. Von RND, Deutsche Presseagentur.